Was ist Sexismus? Sexismus ist die Unterdrückung und Benachteiligung von Menschen, besonders der Frauen, aufgrund ihres Geschlechts. Was ist Sexismus für dich, Birgit Theilmeier? Was letztes Jahr so am krassesten war, das war eine Situation, wo ich in einem Club tanzen war und ich wollte mit einer Freundin zur Schnapsbar gehen. Und auf dem Weg dahin sind wir an der Garderobe vorbeigekommen und ein Mann, der schon seine Jacke angezogen hat, schlug mir mit Schwung auf den Arsch. Ich habe mich sofort umgedreht und ihn angeschrien, hey, was soll der Scheiß? Daraufhin hisste er seine Faust in die Luft und schrie, ich bin ein Antifeminist. Naja, es gibt noch eine andere Situation aus dem letzten Sommer, wo ich tanzen war, wo wieder jemand mir an den Arsch gegrapscht hat. Und ich mich wiederum direkt umgedreht habe und gesagt habe, hey, was soll das? Warum machst du das? Der Mensch hat sich entschuldigt, das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich ihn halt weiterhin darauf festgenagelt, dass ich das halt scheiße finde und warum er das gemacht hat und dass er da sowas in Zukunft sein lassen soll. Und er hat dann irgendwann darum gefleht, dass das doch endlich ein Ende haben soll. Und ich wurde einfach nur noch wütender und war so, wie, was soll hier ein Ende haben? Dass ich körperliche Übergriffe erfahre, dass ich Sexismus ständig in meinem Alltag erfahre und du kriegst mal einmal eine zurück. Dann dachte ich mir, nee, ich will hier jetzt weiter tanzen, er ist immer noch da, ich fühle mich in diesem Raum unwohl. Das konnte er nicht verstehen, sein Kumpel auch erstmal nicht und ich habe das dann halt nochmal aufgebröselt und erklärt, nicht die betroffene Person von Übergriffen hat den Raum zu verlassen, sondern die Person, die übergriffig ist. Sie sind dann gegangen.